Wir werden hier in dieser Folge ein bisschen meinen, den, was wir alles so erleben, der erfahrt ihr in dieser Folge. Und damit ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf dem Kanal. Ja, ich habe mal ein bisschen mein Inventar frei gemacht. So, hab nur noch ein paar Sachen, Kohle, Eisen. Hier vorne sind schon ein paar Killerpflanzen. Haben schon guten Tag gesagt. Ich mache die Tür zu und die mal schlafen. So, Slisko wollte dann wahrscheinlich auch gleich noch. Ich komme hier immer noch mehr. 3, 6 Killerpflanzen. Was? Wo kommt ihr denn alle her? Ich möchte einfach nur 8. Ist das hier eine Versammlung? Die sehen alle auch das Skelett, was da hinten ist. Ich habe irgendeinen Erfolg bekommen. Habe ich mehr Falle? Wahrscheinlich hat Slisko doch eine tolle Höhle bei sich in der Nähe. Ich weiß nicht, ob die toll ist, musst du mir sagen, ob du die toll findest. Hoffentlich muss ich da nicht einmal 20.000 Jahre dahin laufen. Kumerine Schall. Dann holen wir mal unseren guten Laptop heraus. Habe ich eh gerade Laptop gesagt? Tablet. Hey. Tablet meinte ich. Nur die Tastatur muss ich ja nicht sehen. Die ist ja egal, da bin ich ja sehr weit entfernt. Lauf, lauf, lauf! Lauf, 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 lauf! Wow, wow, wow! Der Roomtour gibt es dann irgendwann vielleicht bei Slisko selber oder bei mir auch irgendwie. Ah, da ist die Höhle, die du letztens gebaut hast. Kohle, Kohle, Kohle. Puh, wenn das so weitergeht, ist gleich meine erste. Muss ich mir gleich meine Kiste bauen. Oh, das geht echt weiter tiefer. Weil alles blau. Okay, ich mach das so, wenn ich irgendwas 64 hab, tue ich echt in eine Kiste. Und die Kiste tue ich am besten außerhalb der Höhle hinbauen. Dass die dann jederzeit irgendjemand von uns wiederfindet. So. Wenn ich jetzt noch genug Holz hätte, wäre das gar kein Problem. Ja, im Schunde gibt es ja genug Holz. Aber auch genug Pflanzen, die einen töten. Ach nee, das sind ja nur ein paar kleine Killer-Pflänzlein. Die tun doch ja da nichts. Die fangen ja nur Fliegen, Kappa. Ja. Bemooster Erde und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, Seifi Gaming. Nicht wundern, ich bin ein bisschen auch nicht Twitch, sondern Instagram live. Der bringt mir daran leider nicht so viel weiter. Und einen wunderschönen guten Abend, Bella. Oder, ja. Wie geht es dir? Mach mal die Welt. So, ich wollte irgendwas ablegen. Nicht wundern, ich bin nicht live auf Twitch, sondern in einer Aufnahme und spiele ein bisschen Minecraft. Ja. Du hast nicht zufällig auch Call of Duty Warzone, oder? Was? Ob du Call of Duty Warzone hast? Müsste ich nachschauen, ich weiß das jetzt gar nicht. So.
Ja, ich bin. Alter Schwede, wird das eine Arbeit? Ach, Was ja. tue ich mir an? Ich muss ja alles noch mit Erde dann auskleiden, dass das aussieht, als wäre das ein viel größerer Berg, als wäre als jetzt. Mein Deutsch. Alter Schwede, nee, ich bin zu Sprachen schlau. lernen mit Pappe. Ich habe ja Spiele, ich nehme ja immer so circa halbe Stunde ja von irgendwo auf und dann. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, Wasser, Wasser, Wasser. Unverbrannte. Wasser. Ich hab's sogar noch gesagt. Okay. Das war's mit der Folge. Ich würde dann damit aufhören. Das war hier erstmal mit Minecraft zu der Folge davor, vor der Gamescom. Nächste Woche ist ja die Gamescom. Ich werde dann da ja live den immer mal wieder. Genauere Informationen bekommt ihr dann von mir ein paar Tage vorher. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht gut. Wir sehen uns dann, wenn die Gamescom anfängt. Livestream auf Twitch. Und dann natürlich auch im Video. Ich werde dann nicht hier zu Hause sein, sondern woanders sein. Und aber das sollte wahrscheinlich alles kein Problem sein. Und damit macht's gut, bleibt gesund und Lissru bleibt auch gesund. Ja. Tschüss. Tschüss.